Ich werde häufig angesprochen von Menschen, die wissen möchten, ob Wasserstoff auch bei Krebs helfen kann. Das ist pauschal nicht zu beantworten. Was man aber sagen kann, dass es Studien gibt, die sich damit auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, dass bei der Chemotherapie, die Krebs behandelt, es sehr hilfreich sein kann, wenn Wasser zusätzlich verabreicht wird. Die Chemotherapie wurde dadurch deutlich effektiver. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in der Prävention, also in der Krebsprävention, Wasserstoffwasser äußerst hilfreich ist. Denn das Wasserstoff oder Wasserstoff im Körper löst den oxidativen Stress, der auch ein Vorbote sein kann für Krebs im Körper. Was wiederum meine These stärkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, präventiv etwas zu tun. Also natürlich ist es auch wichtig, Menschen zu helfen, wenn sie krank sind. Aber wenn man vorher ansetzt, ist es meistens effektiver und hilfreicher.